Hallo, ich bin Konrad Renner, der Geschäftsführer der Blue Pages GmbH und ich möchte mit diesem Video ein Seminarangebot vorstellen. Mitarbeiter von Firmen oder Mitglieder von Organisationen sollen nach dem Seminar in der Lage sein, eine vorhandene Lern- oder Informationsplattform in geeigneter Weise zu nutzen. Diese Plattform, die steht bereits im Bereich von Schulen und Hochschulen im guten Ruf. Sie ist die am weitesten verbreitete und viele jüngere Mitarbeiter oder Mitglieder werden sie auch sicher kennen. Im Seminarangebot geht es um den praktischen Einsatz am Arbeitsplatz und die Teilhabe an der Bereitstellung von internen Informationen. Das heißt, es wird das Internet genutzt, um bestimmte Informationen nur für bestimmte Leute zugänglich zu machen. Das ist so ähnlich wie beim Online-Banking. Nochmal, das Seminar heißt Medienkompetenz, der Praxisteil. Mitarbeiter von Firmen oder Mitglieder von Organisationen und Vereinen, die sind die Zielgruppe. Der theoretische Teil, der kann auf die Schnelle im Selbststudium ergänzt werden. Dazu jedoch noch eine kurze Definition. Mit Medienkompetenz ist die Fähigkeit verstanden, Medien in verschiedener Form und in unterschiedlichen Kontexten zu gebrauchen, zu analysieren, zu erstellen und vermitteln zu können. Wer das dann ein bisschen genauer wissen will, da gibt es drei Videos, die sind eigentlich für Pädagogen im Elementarbereich gedacht, aber wer sich die anschaut, der findet gut verständlich Informationen, die natürlich auch auf jede andere Altersstufe übertragbar sind. Beschreibung des Seminars: Papier ist geduldig und wird irgendwo abgeheftet. Das Smartphone, das hat man jedoch immer dabei. Das Smartphone, das ermöglicht authentifizierten Benutzern, und das können sein Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten oder Vereinsmitglieder oder Organisationsmitglieder, und über die Anmeldung, die sicherstellt, dass nur die richtigen Leute darauf zugreifen können, da kann, ähnlich wie beim Online-Banking, an jedem Ort, wo Internet verfügbar ist, auf die vertraulichen Informationen zugegriffen werden. Am Beispiel der im Bildungsbereich am weitesten verbreiteten Lernplattform Moodle werden dann Fallbeispiele gezeigt. Sowas ist natürlich dann auf fast jede Firma übertragbar. Die Vorkenntnisse, die Sie haben sollten, wenn Sie zum Seminar kommen, ist, das ist eigentlich sehr wenig. Man soll sich mit Browsern auskennen, die Handhabung von Browsern, um gezielt Informationen abzurufen oder eine Webseite abzurufen, das sollte man schon kennen. Außerdem ist es sehr hilfreich, wenn man nämlich Informationen bereitstellt, die übliche Office-Software zu beherrschen. Von welcher Firma oder Open Source, das ist hier egal. Wichtig ist, Sie müssen wissen, wie man Texte bearbeitet, wie man in Listen was einträgt. Das kann eine Kalkulation sein, ein Kalkulationsprogramm sein oder wie man Bilder bearbeitet, beispielsweise in einer Präsentationssoftware wie PowerPoint. Was wird Inhalt sein? Wichtig ist eben die authentifizierte Anmeldung. Was ist nötig, dass also nur die richtigen Leute auf die Informationen zugreifen? Datenschutz spielt eine große Rolle. Man muss verstehen, wie diese Zugriffsmöglichkeiten funktionieren. Wie ist sichergestellt, dass eben nur bestimmte Leute bestimmte Informationen abgreifen können? So wie man ja eben beim Online-Banking auch nicht will, dass jeder auf das Konto zugreifen kann. Es sei denn, man ist es selbst oder eben die Sachbearbeiter in der Bank, die meine Daten zu pflegen haben oder Daten nachzutragen haben. Dann ist ein weiterer Punkt, dass man eben seine Profile pflegen kann. Was möchte man, dass andere Kollegen oder eben der Vorstand oder wer auch immer darauf zugreifen darf, von mir wissen? Vielleicht eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse muss man sich gut überlegen, wenn man dann, wem man das also zugänglich machen möchte. Wichtig ist natürlich, dass wir sehen, wie kann man zu Projekten Mappen anlegen, Portfolio-Mappen könnte man die nennen, also Dinge, die da reingestellt werden sollen. Das können sein Protokolle, Anleitungen, Schriftwechsel, Planungsunterlagen, irgendwelches Begleitmaterial zu dem Projekt, natürlich ganz wichtig, die Bilder und die Videos. Dann müssen wir wissen, was ist die geeignete Form, um diese Dinge bereitzustellen. Da gibt es die Möglichkeit, eine Datei zu nehmen oder etwas zu verlinken. Wir können eine Text-Webseite aufsetzen. Ich habe jetzt bewusst Webseite und nicht Website gesagt. Das ist was Unterschiedliches. Eine Webseite ist also eine Seite auf dieser Plattform, wo Sie also was beschreiben. Dann gibt es die Möglichkeit, Mappen und Verzeichnisse anzulegen, um da beispielsweise Planungsunterlagen reinzupacken oder irgendwelche Listen mit Verzeichnissen. Dann sollte man die Aktivitäten kennenlernen,
die es da gibt, um zu überlegen, was setze ich da ein. Es gibt die Möglichkeit der Abstimmung, der Umfrage, des Forums zum Kommunizieren, also wer da mit Chats zu tun hatte, das ist im weitesten Sinne eine gewisse Ähnlichkeit da, nur beim Forum bleibt diese Information, die sie reinstellen, eben für immer bestehen und ist nicht nach ein paar Stunden oder Tagen dann nicht mehr verfügbar. Was man auch kennen sollte, wie kann man da Aufgaben verteilen oder die Aufgaben die einsammeln, die man vielleicht an Mitarbeiter verteilt hat. Wichtig ist auch, dass man diese Option des Tests kennt, nicht um da Wissenstests abzufragen, sondern wenn man jetzt zum Beispiel eine Unterweisung durchgeführt hat, dann möchte man gesichertes Feedback haben, hat derjenige eine Unterweisung verstanden, und da kann man in so einem Test einfach mal reinschreiben, die Bestätigung, ich habe die Unterweisung verstanden und vollständig durchgelesen, und wenn da ein Ja steht, dann hat man also auch rechtssicher gegenüber beispielsweise einer Versicherung den Nachweis, dass der Mitarbeiter in Kenntnis gesetzt wurde von Brandschutzregeln oder was auch immer wichtig ist, was also hinterher im Schadensfall eine Bedeutung hat. Das Sahnetüpfelchen ist natürlich, wenn man so Sachen versteht wie Wiki. Wiki, um vernetzte Informationen darzustellen, kennt ja jeder von der Wikipedia. Sowas kann man natürlich auch an Baustellen einsetzen oder in Organisationen, um die Vernetzung und die Informationen an diesen Knotenpunkten da sehr effizient darzustellen. Kommen wir noch zu den technischen Details. 4 Stunden Dauer für das Präsenzseminar, die sind sinnvoll. Nach Absprache, wenn Zusatzwünsche bestehen, kann man das auch etwas verlängern. Wichtig ist aber, dass man vielleicht schon einige Tage vorher den Zugriff nutzt, um theoretische Sachen da aufzubereiten, also was nicht unbedingt am Gerät praktisch gemacht werden soll, sondern was man eigentlich nur kennen soll, damit man also dann diese 4 Stunden auch Zeit hat, da für wichtige Dinge und natürlich auch hauptsächlich für die Praxis. Eine Woche nach diesem 4-Stunden-Seminar hat man dann noch Zugangsmöglichkeiten, um das aufzuarbeiten. Wer länger braucht, der kann natürlich nach Absprache und nach Besprechung der Zusatzkosten auch längere Zeit dafür bekommen. Wichtig ist also Nach- und Vorbereitung des Seminars und diese 4 Stunden hauptsächlich für die Praxis zu nutzen. Natürlich auch für das Kennenlernen der Thematik. Die Kosten sind mit 476 Euro angegeben, das beinhaltet die Mehrwertsteuer, das muss man ja im Internet so machen, also 400 Euro plus 19% Mehrwertsteuer kommt man auf diesen Betrag, dazu kommen dann noch die Reisekosten für den Seminarleiter. Wenn Sie eine Organisation sind, gemeinnützig, dann kann man überlegen, ob man da mit der Landesmedienanstalt mal spricht, da gibt es Zuschussmöglichkeiten bis zu 50% der Kosten. Und das ist also eine ganz nette Sache, wenn man also da nicht alles aus eigener Tasche zahlen muss. Bei einer Organisation, das können jetzt Vereine sein, die also im Prinzip Vereinsfernsehen machen wollen, via diese Plattform, um da Mitglieder zu informieren, dann ist das also durchaus zu überlegen, ob man da mal anfragt. Termin und Ort, das sollten wir absprechen. Wichtig ist, dass Sie an dem Ort Internetzugang haben. Die Geräte sollten verfügbar sein, das können auch mitgebrachte Geräte von den Teilnehmern sein. Es muss nur sichergestellt sein, dass sie an dem Ort, wo es stattfindet, auch aufs Internet zugreifen können. Browser muss natürlich drauf sein, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist eine gute Sache, wenn man eigene Geräte nutzt, dann hat man nämlich normalerweise keine Probleme bei der Handhabung. Man kennt diese Geräte. Sollten allerdings höchstens 10 sein, sonst vertut man so viel Zeit, wenn es hier und da mal eine Frage gibt. Dann ist das bei einzelnen Geräten gleich leicht zu erledigen, aber wenn es dann doch mehr sind, dann wird die ganze Sache unruhig, dann tun wir lieber einen zweiten Termin vereinbaren. So, ich denke, dass ich mit dieser kurzen, naja, kurz ist sie jetzt nicht, aber mit dieser mehrminütigen Ausführung das, was da möglich ist, erklärt habe. Sollten Sie mehr Fragen haben zu diesen Dingen, dann freue ich mich über Ihren Anruf oder besser noch, senden Sie mir erst eine E-Mail, dann kann ich Sie zurückrufen. Ich bin nämlich nicht immer telefonisch erreichbar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.